Ja, es ist ganz ein bestimmter Anlass, warum wir da sind, in schöner, idyllischer Umgebung. So ein bisschen heile Welt, nach dem sieht es aus. Links bei mir der Herbert Hauser, rechts Gabi Schäper. So heil ist die Sache, die man darüber berichtet, eben nicht. Es geht um ein kleines Mädchen, ich glaube im Mai 2016 geboren, ist jetzt 3-jährig und hat ganz eine spezielle Krankheit. Ich habe nachgelesen, es gibt eine Internetseite, ich bin Ella, ich habe nachgelesen, das Mädchen hat den Parkinson und Alzheimer, schon im Jugendalter. Also ganz etwas wirklich Spezielles. Und ganz speziell ist eben, dass ihr ja da wollt helfen. Herbert, wie wollt ihr helfen? Ja, das ist so. Ella ist die Tochter von Freunden von unserem Kind. Und als wir vom Schicksal vor ein paar Wochen von dieser Ella erfahren haben, haben wir uns als Familie überlegt, wie wir können helfen können. Und bei uns spielt die ganze Familie Golf. Und wir machen öfters so Charity, so Benefiz-Turnier mit, wo es um Kinderhilfswerk geht oder dergleichen. Und darum haben wir uns dann entschieden, das ist etwas, was wir hier organisieren können. Das Turnier, 25. August in Gams, ein grosses Golfturnier. Und den gesamten Erlös wollen wir dann der Ella und ihrer Familie zur Verfügung stellen. Das war eigentlich die Überlegung gewesen. Das ist etwas, was wir gerne machen, das ist etwas, was wir sehr gerne helfen. Und das ist etwas, was wir auch als Familie können mithelfen können, eine andere Familie zu unterstützen. Ihr habt beide Kinder, gell, Gabi, wenn man so etwas hört, so ein Schicksal, das macht einem schon betroffen und auch ein bisschen traurig, oder? Ja, das macht einem sehr betroffen. Vor allem, wenn man gesunde Kinder hat und sich vorstellt, wie es wäre, wenn so ein Kind krank ist. Und vor allem, also für mich ist es vor allem eine richtige Herzensangelegenheit. Das merkt man auch. Also eine Herzensangelegenheit, dass du da wirklich helfen kannst. Das sind ja auch Eltern, die natürlich unglaublich viel Kosten haben. Da kommt viel auf einem zu. Dann der Haus baut. Es braucht jetzt natürlich behindertengerechte Zugänge und so weiter und so fort. Also nebst dem Geld, eben, du hast gesagt, eine Herzensangelegenheit, eben auch etwas, wo du dann spielst du speziell Golf, denn, wenn du jetzt für Ella spielst? Nein, ich spiele nicht speziell Golf, aber ich spiele einfach Golf, weil es auch etwas ist, was ich gerne tue. Und ich denke, vor allem wäre es auch schön, wenn ein Haufen Leute kommen, die das gerne tun und weil sie es noch lieber tun, weil es um etwas geht, wo einer anderen Familie, einem Kind kann geholfen werden. Und darum wäre es auch wahnsinnig schön, wenn ein Haufen Leute kommen und spielen. Also in diesem Golfturnier da können nur solche kommen, die zu Gams angemeldet sind, als Golfklüppler, aber können auch andere kommen. Ist auch dann der Beitrag ein bisschen ein anderer? Oder genau, also es sind einerseits natürlich Mitglieder vom Golfclub Gams, die eingeladen sind, und auch vom Golfverband Liechtenstein, wo Gams eigentlich der Heimplatz ist. Aber selbstverständlich haben wir auch bei unserem Bekanntenkreis einen Haufen Leute, die golfen tun, Freunde und Bekannte. Und wir haben im Vorfeld, wo wir das Turnier organisiert haben, in unserem Bekanntenkreis, in unserem beruflichen und privaten Netzwerk, das bekannt gemacht, das Vorhaben. Und der Zuspruch von vielen Firmen, die wir mit ihnen zusammenarbeiten, aber auch von vielen Freunden und Bekannten, war riesig. Also es ist jetzt schon eine grosse Menge Geld eigentlich zusammengekommen. Und der dann beim Golfturnier selber noch zusammenkommt, da ist eigentlich noch das Sahnehäubchen oben drauf, so dass man hofft, am Schluss von dem Tag, den von dem 25. August, der Familie von Ella und der Ella einen grossen Scheck können zu übergeben. Wir haben auch wahnsinnig viel von Firmen schöne grosse Sachpreise bekommen, die wir in einer Tombola würden verlosen, also die wir losverkaufen für 50 Franken und selbstverständlich unter der Erlös voll und ganz jeden einzelnen Franken der Ella und ihrer Familie zu gut. Euch geht es gut, dem Hinterkamera geht es gut, es geht das auch eben, um etwas zurückzugeben. Kann man da auch herkommen und schauen zum Beispiel? Also, gibt es da Möglichkeit, dass jetzt jemand, der es interessiert, bei der Siegerehrung oder so, was es dann gibt, kann man da schauen, Gabi? Ja, sicher kann man schauen kommen. Und es kommen auch dann die Sponsoren, spielen ja nicht alle Golf, die können dann auch schauen, die haben auch Interesse, um vielleicht auch die Familie kennenzulernen. Und die einfach wollen schauen wollen, haben auch die Möglichkeit, um dort zu Mittag essen. Es ist zu einem relativ günstigen Preis, gibt es dann einen guten Mittag. Und die Familie von der Ella und die Ella auch, sind sicher auch immer irgendwie vor Ort, gehen vielleicht einmal ein bisschen spazieren und am Golfplatz noch hat sowieso auch Spazierwege, wo man gut kann, ein bisschen laufen. Und wir würden uns einfach freuen, wenn wirklich ein Haufen Leute kämen.